Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing. Ihr habt ja in der Überschrift schon gesehen, was ich mir bestellt habe. Tja, jetzt ist da allerdings so ein klitzekleines Problem. Erstmal nachdem ich das habe ich ja vor ungefähr einem Jahr habe ich das schon bestellt und dann ich glaube im September hat Blizzard alle Bestellungen storniert, weil sie den Liefertermin nicht einhalten konnten. Man musste es neu bestellen. Und ab da wusste ich ja eigentlich grob, wie groß das ist. Aber dass der Karton, der da ankommt, so groß ist, da habe ich nicht mitgerechnet. Boah, ich habe schon die Kamera extra möglichst weit hinten gestellt. Das passt auch so gerade eben drauf. Ich bin jetzt mal gespannt, wie ich das am besten angehe. Ich will den Karton eigentlich nicht unbedingt beschädigen. Aber ich versuche es mal, vielleicht auch das letzte Mal mit meinem Gambling-Unboxing-Messer. Weil morgen steht auch schon das nächste Unboxing an. Und da habe ich mir was Spezielleres für ausgedacht. Und vielleicht werde ich das auch dann beibehalten, wenn mir das gefällt. Das werde ich morgen sehen. Mal hier oben mal auf. Ich hoffe echt, dass das anhand der Größe Verpackungsmaterial alles ist. Weil die kommt ja aus Amerika, die Figur. Und der Weg von da bis hier ist dann ja doch recht holprig. Ich denke mal, haben sie dann auch hoffentlich gut eingepackt. Von hier vorne sieht man ja schon, ist eine Delle drin. Oh Mann. Oh Mann. Ist zwar eingepackt, aber kleiner als der Karton hier. Aber auch nicht viel kleiner. So, wir müssen erstmal auf die Seite. Ich glaube, ich hebe ihn noch mal runter. Weil ich wollte euch auf jeden Fall zeigen, wie groß der Karton ist, der, wo das geliefert wurde. Okay, sieht das hier so raus. Oh. Nee, das funktioniert so nicht. Müssen wir anders machen. Einmal rumstülpen und nach oben ein bisschen. So. Ja, also die Ecken haben sie schon mal gut mit diesem Plastikzeug hier eingepackt. Das ist schon mal lobenswert. Das ist noch verkehrt herum. Das weg. Jetzt ist hier noch eine Ecke runtergerutscht. So. Jetzt sieht man auch schon hier vorne Ding Gommasch Hellscream oder Gommasch Höllenschrei im Deutschen halt. Aber ich kenne ihn schon seit Warcraft 3. Sorry. Warcraft 2 war, glaube ich, auch schon dabei. Muss er ja eigentlich. Weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, das ist schon so lange her. Aber in Warcraft 3 war auf jeden Fall dabei. Ja, packen wir mal weiter aus. Hoffe, ja doch, ist eigentlich gut zu sehen. Dann ist hier oben ein Beipackzettel drin. Müssen wir jetzt noch zusammenbauen? Das ist ja relativ dick. Oh ja, tatsächlich eine Bauanleitung. Hier hinten nochmal in Schwarz-Weiß, wie er fertig aussehen soll. Schauen wir mal. Ja doch, ich muss ja wieder auf den Boden stellen. Meine Güte. Und versuchen den jetzt hier schnell auszunehmen. Komm her. Es ist nicht unbedingt schwer, aber
ganz schön unhandlich. Wie wir sehen, auf jeden Fall sehr gut eingepackt. Da dürfte nichts passiert sein. Machen wir das hier auf. So. Währenddessen kann ich ja eigentlich schon mal erzählen, den einen oder anderen wird es bestimmt interessieren, was der ganze Spaß gekostet hat. Also mit Transportkosten. Oh, hier schön vor der Vorkauf drauf. Thomas Shellscream. Also mit Verschiffung waren das jetzt, lass mich nicht lügen, 384 und ich glaube sogar noch ein paar zerquetschte Dollar. Also nicht Euro, sondern Dollar. Ich muss eigentlich mal gucken. Ich wollte schauen, was das eigentlich in Euro ist. Rechne ich vielleicht gleich dann mal um. So. Noch ein paar Kleberesten, nicht ganz aufgeschnitten. Ja, und unten habe ich jetzt gar nicht geschnitten. Ja, ich muss das auch echt unten aufschneiden. Weil ich das Styropor jetzt auch nicht kaputt reißen will. Weil in unserer, nee, das ist ja hier, jetzigen ja, 40 Quadratmeter Bude wird der erstmal keinen Platz haben. Aber hinterher wenn hoffentlich Ende dieses Jahres umgezogen sind, dann schon. Ich hatte sehr direkt bestellt, weil ich nicht sicher war. Das war ja wieder eine Pre-Order. Die haben mir erstmal geguckt, wie viele Leute wollen sie wahrscheinlich haben. Und deswegen hatte das auch so lange gedauert. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob man sie jetzt überhaupt noch bekommen kann. Es kommt hier schon die erste Hälfte entgegen. Das ist einmal ein Stoßzahn. Wird da noch mehr rausgeflutscht? Nee. Okay. Uiuiuiui. Das sieht ja schon verpackt richtig geil aus. Also, wir haben hier einmal, ich glaube, nee, das wird die linke Hand sein. Ich zeige euch jetzt auch mal die Einzelteile möglichst nah, dass ihr die Details auch wirklich sehen könnt. Ich werde dann gleich gucken, dass ich die Figur dann auch dort noch im Ganzen irgendwie möglichst detailreich zeigen kann. Hier einmal der Kopf. Und was ist das? Ich glaube, hier ist ein Zahn abgebrochen. Der ist nämlich so weiß, das sieht nicht so aus, als wenn das gewollt wäre. Jetzt muss ich mal schnell gucken, wo der ist. Muss ja eigentlich hier in der Tüte sein. Scheiße. Ich sehe ihn nicht. Moment, jetzt gucke ich mal eben schnell auf dem CL hier an. Ja. Der ist ab. Hier sollte er sein. Und der da sollte es sein. Ich hoffe, dass ich den auch finde. Dann kann ich den, also die jetzt zurückzuschicken, macht glaube ich nicht viel Sinn. Verdammt. Aber hier ist nichts drin. Ich hänge sie im Styropor. Auch hier nicht in diesen Kugeln für die Feuchtigkeit zurückhalten. Dann gucken wir gleich mal. Ansonsten muss ich mir überlegen, dass ich vielleicht irgendwie schaffe, diesen Farbton des Karies irgendwie nachzuahmen. Dass der aber einfach so aussieht, als wäre es gewollt. So. Das hängt ja auch noch mit dran. Das ist der andere Arm. Mit Blutschrei. Vielleicht ist der Zahn auch hier irgendwie runtergefallen. Ich gucke mir das gleich mal in Ruhe an. Ich hoffe, ich finde ihn. Also, einmal Blutschrei. Hier mit schönen Manoros grünem Blut dran. Und jetzt den rechten Arm. Auch hier wieder das Horde-Symbol.
Also detailreich ist sie definitiv. Das haben sie sehr gut gemacht. Das ist ja für die Leute, die es nicht wissen, die Figur, die sie in groß bei der letzten BlizzCon aufgestellt hatten. Ist ein bisschen viel Styropor dran. Schlecht auffegen. Ja, und der haben sie die halt auch für die Fans dann in klein noch rausgebracht. Verdammt! Ich hoffe, da ist jetzt nichts passiert. Scheiße, ey. Ich krieg einen Anfall. Ist natürlich was passiert. Hätte sie hinlegen sollen. Mist. Ist nur die Frage. Ah, hier oben. Da. Scheiße. Mal eben hier auf Seite tun. Und die Schulterpolster. Das Schulterpolster hier ist abgebrochen. Das kriege ich auf jeden Fall geklebt. Das sollte nicht das Problem sein. Es ist aber noch irgendwo hier so ein ja, Emblem auch weggebrochen. Scheiße, ey. Es gab ein bisschen Platzproblem hier. Hier oben ist auch noch was drinnen. Das ist aber extra eingepackt. Hier auch irgendwie so ein Knochenzeugs. Dann holen wir mal die Grundbase raus. So. Hier haben wir einmal Manoros Schädel. Hier hat ja die Axt im Cinematic in den Schädel gespalten. Jetzt versuchen wir mal, möglichst ohne Kollateralschaden das Ganze aufzubauen. Kommt er hier vorne rein und hier an dem Stift, da sind ja so ein Loch. Styropor ist mal auf der Seite. Guck ich, ob ich den Zahn noch finde, aber ich sehe ihn nicht. Ich glaube, der ist echt futsch. Also das ist natürlich extremst ärgerlich. Erstens, dass schon mal der Zahn per se ab war. Ich meine, da kann ich ja jetzt nichts für. Und zweitens, dass das vorne rausgefallen ist. Also falls ihr die auch euch holt, Licht sehen beim Auspacken. Und hier kommt der Kopf so rein. Der hält auch so, hoffe ich zumindest. Dann der Hauer. Müsste ja so rum hier rein, passt ja auch nur so. Tun wir da mal ein bisschen nach hinten, damit ihr auch mehr davon sehen könnt. So. Blutschrei. Hält halt einfach so. Irgendwie. Tatsächlich. Aber irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. Weil das ist nur so reingesteckt. Boah, ich kill die, wenn die das auch rausfällt. Wahrscheinlich werde ich, wenn ich dann die endgültig aufstelle, alles kleben. Mensch. Was soll ich eigentlich hier so irgendwie draufpassen? Da. So. Ja, das ist ja abgebrochen. Das Teil war so lose drin. Schauen wir mal auf der Anleitung, wo das hinkommt. Ah, hier vorne irgendwo. Ah, da oben. Hier. Also es ist alles nur so gesteckt. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Ah, ich habe die Stelle gefunden, wo das hier dran gehört. Hier. So. Okay. Ist hier unten noch ein bisschen was weggebrochen. Aber
ich sag mal, ich habe wirklich Glück gehabt. Da sind ja echt hier Stellen, die sieht man eben hier nicht. Mit der Heißklebepistole kriegst du das auf jeden Fall gerettet. Ich halte sie jetzt mal hier so dran. So sollte er aussehen. Nur halt der Zahn fehlt. Hatten wir ja schon gesagt. Nehmen wir das nochmal vorsichtig ab. Jo. Das mal auf Seite. Dann werde ich das Ganze mal ein bisschen drehen, dass er die Figur komplett seht. Und ich suche die ganze Zeit immer noch nach diesem blöden Zahn. Aber ich kann nicht aufhören, danach zu suchen. Das wurmt mich toll. Also das ist ja auf jeden Fall nicht der Zahn. Das ist ja das hier von dem Schulterpolster, was da fehlt. Der mir jetzt abgebrochen ist. So, jetzt einmal in die Kamera gucken. Doch, ich glaube, ich jetzt nicht das Licht verdecke, dürftet ihr die doch ganz gut sehen. Jetzt stelle ich das noch mal ein bisschen um. So, das dürfte jetzt ein bisschen besser sein. Okay, was haben wir hier? Auch so noch ein bisschen Styropor dran. Dann mache ich gleich das Schulterpolster hier so dran. Dann kommt noch an die von der anderen Seite. Okay, das sieht man von vorne sowieso nicht. Hier schön seine Stiefel. Sieht das auch richtig cool, wo überall hier so ein bisschen das Blut vom Mannerort ist. Drehen wir das Ganze einfach mal so ein bisschen, dass ihr sie auch wirklich ganz seht. Hier hinten sieht man wirklich die Schnittstelle des Kopfes. Also der ist auch schon echt nicht mehr am Torso drauf, ist nur noch der Kopf selber. Und hier überall das Dämonenblut. Und hier hinten kann man auch richtig schön sehen. Da sind überall so Narben. Ich glaube, ich schreibe einfach mal die Kamera so hoch. So ein bisschen dran. Hier. Da sind überall die Narben. Hier. Wieder Schnittstelle. Weil das Dämonenblut. Ist jetzt ein wenig wackelig so, der Kamera. Aber da ich die nicht still einfach nur zoomen kann, um euch alles zu zeigen, mache ich das jetzt einfach so. Jetzt machen wir das hier nochmal so dran. Mein Blutschrei. Schulterpolster. So. Hier. Der Kopf. Den ganzen Zähnen. Der Schnitt hier. Vorne dieses kleine Stück, was da sowieso fehlte. Hier hat er auch Kampfspuren. Da am Knie. Also man sieht auch schön die ganzen Nähte. Die richtig die Haut falten hier überall. Doch prinzipiell gefällt sie mir ganz gut. Nur ganz heile wäre mir natürlich lieber. Die Schulterpolster bin ich aber schuld. Da kann ich mich nicht beschweren, keine Frage. Aber das mit dem Zahn, das ärgert mich extremst. Und es ärgert mich noch viel mehr, dass ich ihn einfach nicht finde. Weil das würde ich auch einfach kleben. Ein bisschen Sekundenkleber, Tröpfchen, dann hält das auch. Ist echt kein Ding. Aber jetzt, wo es mir auch noch runtergefallen ist, kann ich schlecht sagen, ich kaputt gekommen, müsste mir neu liefern. Und wie gesagt, da es sowieso aus Amerika kommt, ist das, denke ich mal, auch alles nicht ganz so einfach. Ich werde das einfach hier kleben und da werde ich gucken, dass ich das irgendwie farblich. Alles mein Grommasch hat Kampf, hat einen halben Zahn verloren. Ist doch auch cool. Sieht da noch mehr vom Kampf gezeichnet aus. Und hinterher sieht man das dann hoffentlich nicht mehr. Da muss das einfach so sein. Ganz einfach. Gut. Ich hoffe, ihr hattet trotz des kleinen Unfalls oder vielleicht auch gerade deswegen
Spaß bei dem Video. Würde mich natürlich über Kommentare, Likes oder sogar ein Abonnent freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht schon morgen, wenn ich das nächste Unboxing mache. Und bis dann. Tschüss.